Ja? Ein Glück. Ich dachte schon, dir wäre was zugestoßen. Ich habe Kräfte gesammelt. Sehr gut. Ich habe eine Bitte. Das Imperium errichtet an der Straße nach Vestaska eine Kontrollbasis. Wir müssen verhindern, dass sie sie fertigstellen. Wenn ihr sie nicht zerstört, wird euch der Weg zu weiteren Königswaffen versperrt bleiben. Geht zu Monika. Sie und die Jäger in der Siedlung haben weitere Informationen für euch. Und? Er will, dass wir eine imperiale Kontrollbasis zerstören. Als erstes müssen wir mit Monika sprechen. Okay. Jetzt, wo du es sagst, neulich fiel mir eine Art militärische Anlage auf. Kunststück. Die war ja nicht zu übersehen. Muss es gleich eine ganze verdammte Basis sein? Schaffen wir das denn? Wir müssen nur gut vorbereitet sein. Lasst uns erstmal Informationen sammeln. Ja, also, auf in die Siedlung. Die Jagdsaison ist eröffnet! Mann, Kor ist echt ein krasser Typ. Zum Glück ist er auf unserer Seite. So, ich musste hier leider einen kleinen Cut machen, weil ich, ja, mal eine Weile offline gewesen bin. Jetzt muss ich aber mal schauen. Da muss ich hin. Da seid ihr ja. Der General hat mich bereits auf den neuesten Stand gebracht. Wir haben einen Weg in die imperiale Basis gefunden. Ich werde ihn auf eurer Karte markieren. Die Route ist relativ sicher und sollte euch Zugang ins Innere verschaffen. Okay. 300 Meter, naja gut, das können wir eigentlich laufen. Das ist jetzt nicht so viel. Kommt Jungs, nicht so müde. Obwohl ich echt am Überlegen bin, ob ich dafür nicht doch das Auto nehmen soll. Wer ist diese Monika überhaupt? Ein Mitglied der Königsgarde. Wie Gladio und ich. Mein Vater vertraute ihr, wie auch Dustin, dem Gardisten, der Iris begleitet. Irgendwie tut es gut, ein vertrautes Gesicht aus Insomnia wiederzusehen. So, jetzt bitte nicht überfahren werden hier. So, die Frage ist jetzt, das ist wahrscheinlich hinter... Seid ihr lieb? Ihr seht eigentlich so nett aus. Aber, naja gut, okay, steht auf jeden Fall nichts dran, dass wir die Aggro haben. Oh, oder vielleicht doch. Okay, die waren wohl doch nicht ganz so lieb. Was war das? Teamwork, Leute! Wie ist's hiermit? Weiter so, Nockt. Yep. Machen wir. Hallo. Bist du okay? Sollte... Ja, ich komm klar. Du solltest aber eigentlich den anderen kaputt machen. Wie fandst du das? Sauber. Das war einfach perfekt. Kann nur zustimmen. Also, damit wäre dann die Frage geklärt. Die sind doch böse.
Weil die haben uns direkt auf den Schirm gehabt. Okay, hier ist ein Eingang. Hi. Wir teilen uns hier in zwei Gruppen. Hoheit, bitte geht alleine weiter. Der General wartet auf euch. Ich starte mit Gladiolus und den anderen ein Ablenkungsmanöver. Ich soll alleine mit Chor weiter? Basis mit Chor infiltrieren, einen Rückzieher machen. Ja, einen Rückzieher machen wir natürlich nicht, das ist doch klar, ne? Okay, bis dann. Mach uns stolz, Kumpel. Wir erledigen unseren Teil. Okay, wer war jetzt Chor? Der Intelligentere von denen, oder? Also der Typ mit der Brille, meine ich, oder? Das ist ja wie bei Tomb Raider. Die fangen an, da durchzuklettern und warten dann, dass man selber sich weiter bewegt. Und man steht dann erstmal eine halbe Stunde da. Warum tut der nichts mehr? Ach so, der... Du bist aber nicht der, den ich gedacht habe. Wir nutzen die Verwirrung und fallen dem Gegner in den Rücken. Wir kesseln ihn ein und machen kurzen Prozess. Okay, einkesseln ist okay. Ein Rückenfallen könnte schwierig werden, je nachdem, was das für ein Gegner ist. Jetzt weiß ich auch wieder, wer Chor ist. Ja, Gott, einmal nicht mehr gespielt und schon weiß man gar nichts mehr. Hallo. Ich weiß gar nicht mehr. Nee, ich weiß gerade echt nicht mehr, wie man die überhaupt nehmen kann. Es ist aber, glaube ich, nur im Kampf, dass sich dann diese Seite auftut. Los geht's, Chor! Jawohl, das war beeindruckend. Kleinigkeit! Der Typ versteckt sich aber noch dahinter, ne? Ja. Das war auch sehr beeindruckend. Wenn du hier bist, ist das alles ein Kinderspiel. Gewöhn dich nicht daran. Es kann gut sein, dass du schon bald wieder ohne mich auskommen musst. Ich muss also selbst stärker. Da oben! Okay! Genau, selbst stärker werden. Hallo, du sollst den angreifen. Mach! Jetzt! Okay! Boah, wieso springt er da mal runter? Sorry. Mach dir nichts aus. Konzentrier dich auf den Kampf. Ist gut. Ja, wenigstens ist er runtergefallen, so wie es aussieht. Haben wir hier noch irgendwas zum Einsammeln? Nee, ne? Also, Junge? Ach du, stehst noch da, okay. So, komm ich hier durch? Haben die anderen da draußen alleine klar? Konzentrier dich voll und ganz auf deine Aufgabe. Ja, ja, schon kapiert. Nenn mal den oberen Ablenk hier. Kein Erbarmen. Das war ja einfach. Mein Gott. Probleme, wärst du eine Gefahr für die ganze Gruppe. Das hätte ich sogar alleine geschafft. Noctis, pass auf, dass du nicht zu selbstgefällig wirst. Ich dachte, der lenkt die jetzt oben ab, sodass ich dann unten kämpfen kann. Nee, war das auch wieder nichts? Sind wir nicht gerade hier durchgekommen? Moment, hä? Nee, wir sind hier oben rein.
Junge, wo müssen wir hin? Wenn es da durchgeht, mach doch die Tür mal auf. Geh mal aus dem Weg hier. Oh, ich kann wieder nur springen. Muskelstähler, okay. Ich dachte, jetzt kommen Gegner. Seid ihr unverletzt? Ja, bei euch auch alles okay? Na klar, was denkst du denn? Wir sind schließlich Profis. Euer Ablenkungsmanöver war ein voller Erfolg. Nicht bewegen! Stehen bleiben! Der alte Kur. Dachte, du liegst unter den Trümmern der Zitadelle. Bist du es denn nicht leid, der Unsterbliche zu sein? Diese Legende wird heute enden! Was ist das denn für ein Ding? Ach so. Star Wars lässt grüßen. Ja, das Ding haben wir ja schon mal erledigt, ne? Sagen Sie mal, General, könnten Sie das nicht mal erledigen? Hier kneift keiner. Bewegung. Ich kann mich nicht heilen. Wer bin ich denn jetzt? Noctis, ne? Noct, denk daran. Beschwöre für jeden Gegner die passende Waffe herauf. Ja, ich habe keine passenden Waffen. Ich habe auch keine Zeit für sowas jetzt. Gladio, wenn's mich erwischt, hast du das Kommando. Hallo. Ich weiß nicht, wie ich mich heilen kann. Genau, da wollte ich mich hin. Ich weiß nicht, warum der jetzt hier unten hingegangen ist. Hallo. Geh doch mal dahin, Junge. Wie ist das möglich? Muss wohl alles geben. Hä? Wieso kann ich mein Schwert nicht mehr benutzen? Nicht zu früh! Ich... am Boden? Unmöglich! Ach, der hat keine LP mehr. Jetzt verstehe ich. Kein Erbarmen! Noch ein bisschen und der Sieg ist unser. Ja, ruh dich besser aus, Mann. Au, au. Weg, weg, weg. Ich wollte eigentlich jetzt noch einen letzten Angriff starten, aber wenn ihr Jungs das so unter Kontrolle habt, kein Thema. Sehr gut. Eure Fähigkeiten sind mehr als zufriedenstellend. Ich muss mir keine Sorgen mehr machen. Ein Glück. Ich werde meine Beobachtungen des Imperiums fortsetzen. Wir hören voneinander. Okay. Die Welt hier draußen ist echt ganz schön unerbittlich. Ja, und weitläufig. Es gibt viel zu tun. Das Auto jetzt wieder her. So laut sagen.
Wir haben noch viel vor uns. Ja. Okay. Ich habe den Pfadfinder freigeschaltet. Ich wüsste jetzt nicht, was das bedeuten soll, aber es hat anscheinend irgendwas mit den Punkten zu tun. So, ja, naja, ein besonders gutes Foto ist es jetzt nicht von ihm, aber können wir mal lassen. Also da ist die Beleuchtung wirklich nicht gut. Das ist auch ein bisschen überbeleuchtet, aber das lassen wir mal. Das hat was, das Foto. Ja, irgendwie hat das auch was, muss ich sagen. Ja, das ist, das ist relativ. Das, ja, können wir mal lassen. Nehmen wir das mal einfach mit rein.